Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Ja, im letzten Part haben wir den schon fleißig am Kader gebastelt, also da hat sich schon ein bisschen was getan. Jetzt haben wir den Test gegen Tarragona B, das heißt eigentlich ein sehr, sehr kleiner Club. Irgendein Amateurclub sogar. Status semi-professionell. Das wird also eine gemütliche Geschichte, wo wir, glaube ich, einfach die Mannschaft komplett durchwechseln werden. Danach haben wir noch einen Test gegen El Palo. Das ist auch irgendein Amateurclub und dann haben wir es eigentlich. Ich würde jetzt die Tests wahrscheinlich nicht herzeigen im Let's Play, aber wir haben so relativ viel noch zum Scouten etc. Deswegen lassen wir die Parts jetzt einfach mal laufen. Wenn ich mitten in der Saison so ein Testspiel habe, dann werde ich es vielleicht mal überspringen, denke ich mir. Und der sehr schade Kamara hat jetzt hier unterschrieben. Finde ich echt schade. Oh, und ich finde schade, dass der uns nicht verlässt, weil das hätte uns 300 irgendwas 1000 als Abfindung gebracht. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen nicht einigen können. Gut, also wir werden jetzt gemütlich, denke ich mal, eben komplett durchwechseln. Christo Romero ist nicht registriert. Damit kann ich leben. Kann ich bis zum Deadline Day nach nominieren? Ich den jetzt gerade? Okay, egal. Auf jeden Fall Christian Romero, der ist ja wirklich gerade nur auszuhelfen, da damit unser Linksverteidiger im Moment nicht durchspielen muss. Das werden wir in Kürze wohl noch ändern. Und dann versuchen wir eventuell wirklich diesen Linksverteidiger von Real zu kriegen. 21 Jahre alt, Spanier. Das hätte schon was. So, Henry Weigelt. Okay. Brauchbarer Innenverteidiger, aber ist aktuell geliehen. Brauchbar im Sinne von, er wäre ein ganz netter Ersatz bei uns. Danilo Pereira ist momentan auf der Leihliste. Finde ich jetzt nicht so interessant. Also für den Moment brauchen wir auch nicht wirklich was für einen Sturm. Nicolas Kühn. Der kostet halt leider auch einiges an Gehalt, der wäre sonst interessant gewesen. Dann haben wir Noah Lang, der wäre deutlich günstiger, da hätte ich mir halt überlegt, dass wir den vielleicht leihen. Werden wir jetzt einfach gleich anfragen. Also 100.000 Gehaltsbeitrag und dafür Ergänzungsspieler. Damit können sie leben. Dann hätten wir quasi Juan Pi abgedeckt, den wir ja abgegeben haben. Dann haben wir Dekic, der ist nicht daran interessiert, zu uns zu wechseln. Da braucht man nicht weiter scouten. Moha, den Marokkaner von Slovan Bratislava, ist eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Kann man mal auf die Auswahlliste setzen, falls sich bei unserem Flügel irgendwas tut und wir wen brauchen. Gut, jetzt müssen wir überlegen. Danny Cox werden wir jetzt streichen. Hat zu viele Schwachstellen und wir sind jetzt im Zentrum eh gut besetzt. Das heißt. Ja, sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Ich möchte jetzt nur noch kurz schauen, wie es aussieht mit. Oder haben wir noch einen? Der ist bei Betis Sevilla unter Vertrag, ist aktuell auf nicht benötigt. Transferliste für 3,5. Das wäre so ein Stürmer, der für mich in Frage kommen würde, wenn Dani Pacheco uns verlassen sollte. Den müssen wir auf jeden Fall anschauen. Und dann gehen wir nochmal auf die Scouting-Prioritäten Real Madrid B. Da haben wir ihn, Javi Hernandez. Geschätzter Preis, der ist deutlich günstiger. Ich werde da jetzt gleich mal anfragen. Angebot Transfers. Ich würde mal sagen 250.000. Und Prozentsatz des nächsten Profits bzw. Prozentsatz des nächsten Verkaufs schließe ich aus. Und fragen wir mal an, 450.000. Also wir müssen dann nicht mal 350.000. Wir müssen dann nicht mal die Ausstiegsklausel bezahlen. Aber ist eh klar, mit 21 ist der für Real nicht mehr so wirklich interessant, für uns aber sehr wohl. Also da wäre ich jetzt irrsinnig begeistert, wenn der kommt. So, Renato Santos ist noch angeschlagen, das heißt, wir werden Müller spielen lassen, das heißt, die beiden tauschen. Das heißt, die beiden werden wir wohl dann auf der Bank lassen. Und dann legen wir jetzt los.
So, wir sehen, Gegner kommt in einem 4-1-4-1-System und ich nehme mal an, dass das ordentlich deutlich wird. Ich erwarte in diesem Spiel nichts anderes als einen Sieg. Die Namen lasse ich jetzt mal weg. Schauen wir mal, ob wir es ohne auch hinkriegen. Die Ballführenden haben eh immer Namen. Also wird schon passen. So, Cifuentes. Ball läuft schon gut. Von K. Und geklärt. Also vierte Minute, bin gespannt, wie es läuft. Wahrscheinlich verlieren wir die Partie jetzt, weil ich so überzeugt von unserer Rede. Ja, ein langer Ball. Und Munir mit der guten Parade. Da sehen wir einen langen Ball, der uns schon ordentlich aufgerissen hat da gleich mal. Gibt es auch die Ecke. Die war nicht wirklich gut gespielt, aber sie kommen nochmal zum Abschluss. Also vielleicht sollten wir es doch ernst nehmen. Wie schnell ist denn der? Ja, sehr schnell. Antritt 12 bis 17. Schnelligkeit ist auch bis zu 16, also das ist schon gefährlich dann für diese Kontersituationen. Genau das ist im Endeffekt das, worauf sie es auslegen, weil das sind alle hinten außer dem einen Stürmer. So, lassen wir sie kreativer werden. Rollon macht es gut. Schön links raus, Mula. Und der ist richtig schön gespielt. Keko mit dem 1-0 in der 10. Minute. Wiederholung überspringe ich jetzt einfach mal. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, könnt ihr im Video eh zurückspulen. Also wir haben irrsinnig viel Ballbesitz. Ich hoffe jetzt mal, dass Pacheco netzt. Bis auf den Elfmeter hat er, glaube ich, noch nicht getroffen. Gelingt uns leider nicht so wirklich, ihn in Szene zu setzen. Und dann vergibt er so einen. Das ist halt auch brutal. Hat ein bisschen nach Elfmeter ausgesehen da, aber Schiedsrichter sagt, das war nix. Guter Ball rechts raus, Keko. Mula. Weiß nicht, ob der versucht hat, aufs Tor zu spielen oder ob das so eine Verlängerung aufs lange Eck war. Hat auf jeden Fall nicht so schlecht ausgesehen. So, kreativer werden wäre nicht schlecht. Also Ballbesitz haben wir unglaublich viel. Und der war auch nicht schlecht. Luis Hernandez. Boah. Aus dem spitzen Winkel war natürlich nicht einfach, aber den kann man schon mal machen. Also sie verteidigen gegen uns nicht so schlecht. Ich hoffe, dass wir in der ersten Halbzeit noch nachlegen können, weil irgendwie habe ich sonst ein ungutes Gefühl, bei einem 1-0 zur Pause zu wechseln. Boah. Der lässt sich da Zeit, den muss er direkt nehmen, aber er schafft es. 0-2, Keko. Also der präsentiert sich sehr stark, Alex Mula mit dem guten Assist. War schon nicht schlecht. Sehr weit, der Ball von Keko, aber Mula hat ihn. Setzt sich durch. Ganz stark von Keko. Mit dem Rücken zum Tor, aber er setzt sich wieder super durch. Also der ist bisher, finde ich, das Highlight
Vorbereitung vielleicht gemeinsam mit Paré zusammen. Pacheco mit dem Versuch. Auch nicht schlecht. Also jetzt ist es schon eine gemütliche Führung. Da können wir beruhigt in der Halbzeit wechseln. Müssen wir nur schauen, wie es mit der Spielpraxis aussieht, weil wir haben danach nur noch einen Test, aber die sieht eigentlich überall fast gut aus. Munir lasse ich durchspielen, weil er doch einen Großteil der Vorbereitung gefehlt hat. Beide Innenverteidiger müssen mehr oder weniger durchspielen. Rechts hinten passt. Romero werde ich nicht spielen lassen. So, dann Sadiku vorne natürlich. José Rodriguez und Renato Santos. Da hat er eigentlich gesagt, dass wir aufpassen sollen, oder? Aber jetzt sind da die Buttons leider weg. Verletzungsanfälligkeit überdurchschnittlich. Ich lasse es so, glaube ich. Wir werden nur im Zentrum jetzt wechseln noch. José Rodriguez lasse ich auch noch weg. Also Vito bringe ich. Die Frage als was? Vorgeschobener Spielmacher würde ich interessant finden. Ist auch Linksfuß. Das passt natürlich auch gut. Und dann haben wir Carlos Garcia. Den könnte man da hinten schön reinbringen. Zurückgezogener Spielmacher. Dafür ist er eigentlich auch nicht so schlecht am Ball. Aber ich würde ihm fast eine defensivere Rolle geben. Das ist auch grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn wir mal in Führung sind und ein bisschen defensiver werden wollen. Können wir den da hinten als Abräumer reinbringen. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir die zweite Halbzeit so machen. Vor allem, wie sich die Neuen machen, also Vito und Garcia, würde mich natürlich interessieren. Das war schwach von Müller. Aber der ist noch jung, der muss noch einiges lernen. Also die versuchen es mit langen Bällen. Fast so wie in der zweiten Liga Nordirland. Keko. So, komm. Müller an den Pfosten, ganz stark. War nicht schlecht. Und wieder Konterchance, da muss man natürlich drauf gehen auf den Ball. Dann verlieren wir das Laufteil gegen Sanz, aber Juan K. bügelt aus. Ich lobe sie jetzt mal, vielleicht hilft das der Körpersprache ein bisschen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass da schon sehr, sehr gute Ansätze dabei sind. Also ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt, was den Saisonbeginn angeht. Ich meine, natürlich ist das gerade ein schwacher Gegner, aber ich meine jetzt ja auch generell die Spiele. Und das war jetzt endlich mal ein klares Foul. Ich freue mich gerade wirklich drüber, weil es waren so viele komische Spielsituationen, die zu Strafstößen geführt haben bisher. Das war wenigstens mal ein klarer Elfer. Sadiku mit dem Treffer. Humorlos fest in die Mitte. So, jetzt müssen wir sie natürlich bei Laune halten, also Lob hilft immer ganz gut. Vito schön links raus. Juan K. hinterläuft wieder gut. Keiko, den, ja gut, der war aber auch schwierig zu nehmen. Aber den kann man schon mal machen. Aber er hat schon 3 gemacht, also sind wir mal nicht zu kritisch. Sondern machen wir noch einen Torhüterwechsel, die letzten 15 Minuten. Können wir das ruhig noch machen. Ich lasse jetzt einfach in Ruhe die letzten Minuten.
Die spielen nicht mehr wirklich vollem Ehrgeiz da jetzt aufs nächste Tor. Aber immerhin der neue Vito hat da die Chance. Da hätte ich die Kaufoption echt deutlich niedriger wahrscheinlich raushandeln können. Es ist oft so, wenn man nicht wirklich einschätzen kann, wie gut das Angebot sein muss, dann gibt man es ab und es wird angenommen. Du kannst davon ausgehen, dass du noch mehr und besser verhandeln hättest können. Jetzt hat die Kuh jetzt mit einer Doppelchance. Der zweite geht an den Pfosten. Auch nicht schlecht. Und jetzt gibt es noch eine letzte Ecke. 92. Minute. Und das war's. Sehr schön. Wir gewinnen locker, gemütlich 4:0. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut. So. Das Leihangebot für Noah Lang wurde akzeptiert. Das ist auf jeden Fall sehr gut, um eben die Kader, den Kader zu ergänzen. Und das wird jetzt interessant. Er ist etwas an Verhandlungen interessiert. Kein anderer Verein ist interessiert. Das ist für uns schon mal sehr gut. Talent vor Durchbruch. Also er erwartet sich, dass er von Anfang an als Talent vor dem Durchbruch betrachtet wird und dass ihm ein klarer Weg aufgezeigt wird, wie sich seine Einsatzzeiten in der Zukunft verbessern könnten. Und Hernandez wird wohl in diesem Bereich vom Gehalt her sein. Verhandlungen beginnen. Also damit könnte ich sehr gut leben. Er anscheinend auch. Gehalt 228.000 ist in Ordnung. Ausstiegsklauseln müssen wir massiv hochdrehen. Das ist mir ganz wichtig. Also ich werde den gleich auf 10 Millionen drehen. Das ist für ihn in Ordnung. Also wir sehen es vom Gehalt her. Wir sehen auch nach 20 Spielen würde der ordentlich viel verdienen. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr runterverhandeln sollen. Aber ich schließe das jetzt trotzdem ab. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter werden könnte. Scouts sagen auch Empfehlung 66, also das ist auch absolut in Ordnung. Muss ich nur kurz schauen, wo er vom Gehalt her dann wäre. Ja gut, der kommt von Real Madrid nach 20 Partien und die wird er in der Saison nicht machen, gehe ich mal davon aus, wäre er einer der Spitzenverdiener. Aber wie gesagt, Talent vom Durchbruch, das heißt, er wird hauptsächlich jetzt mal bei uns auf der Bank sitzen und immer wieder vielleicht eingewechselt werden oder das müssen wir uns dann halt anschauen. Rücknummern müssen wir abgeben, da fehlt jetzt noch Cristo Romero. Der wird aber eigentlich keine Nummer kriegen. Also den Cristo Romero, den werden wir dann in die zweite Mannschaft verschieben. Sobald sich das... Oder in die U19, aber der ist eigentlich komplett uninteressant, ist halt so. Und dann haben wir den letzten Test, der jetzt... so nicht wirklich interessant ist. Ich glaube, den werde ich vielleicht überspringen in dem Let's Play. So, Wettquoten auf Torschützenkönig. Keiner von uns dabei. Das ist schade. Jonathan Soriano, Ex-Salzburger, ganz vorne mit dabei. Malagas verliehene Spieler Lorenzo González und Luis Muñoz. Erzielte sein erstes Tor Lorenzo González. Sehr gut. So, verfügbare Spieler für die U19. Das ist halt auch cool, das habe ich auch noch nie gesehen. Da siehst du, wie der Kader der U19 ausschauen wird. Victor Olmo, nicht Dani. Und dann dementsprechend kannst du schauen, wo du wen verfügbar machen könntest. Das ist schon cool. Ist auch neu. Neue Vorschläge. José Rodriguez. Der ist zwar erst 24, also das ist ein Testspiel, deswegen könnte ich ihn verfügbar machen. Aber wir machen auf jeden Fall den dritten Torhüter verfügbar und Romero auf jeden Fall auch, wobei ich den so und so verschieben werde, denke ich mal. Und den Rest lasse ich jetzt mal so. So, die haben jetzt bei einem anderen Scout angefragt. Auch der ist jetzt nicht überragend und auch da würden wir 825.000 kriegen. Und er wechselt tatsächlich zu uns.
Angebot ist jetzt natürlich relativ hoch, aber ich möchte ihn unbedingt annehmen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Transfer ist. Freut einen Spieler seines Kaders verpflichtet zu haben, seines Kalibers. Man sieht ihn als wichtigen Spieler, wenn er sein Potenzial ausschöpft. Ja, genauso sehe ich es auch. Kann man so unterschreiben, denke ich mal. So, Trikotnummer. Ist der noch nirgends? Da ist er jetzt, habe ich Hernandez. Und begrüßen tun wir natürlich auch. So, und dafür wechselt Villanueva. Also das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Vor allem, weil das ungefähr das Gleiche vom Finanziellen her war. Ich meine, natürlich verdient er dann mehr. Aber ich glaube, das war schon ein sehr guter Deal. Ist der in der zweiten Mannschaft? Oder wo ist der? Das wäre jetzt sehr schräg irgendwie. Oder es dauert noch, bis er da ist. Wo ist Hernandez? Malaga U19. In den Kader von Malaga B verschieben, habe ich gerade gedrückt. Auch super. Wird er begeistert sein. So, Erfolgsprämien, die lasse ich auf Standard, damit die Jungs nicht unzufrieden sind. Das sind jetzt die Spiele im letzten Vertragsjahr. Die sollten wir uns vielleicht auch wirklich jetzt schon anschauen. Ich muss nur kurz schauen, eben wo jetzt Hernandez ist. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, in die U19 verschoben. Damit er da halt wirklich in den Kader von Malaga natürlich, damit er da ist, ganz klar. Schön ist, dass der auch Ersatz-Innenverteidiger spielen kann. Das heißt, da hätten wir durchaus auch noch eine Alternative, wo wir ihn bringen können. Gerade weil wir auf der Innenverteidigerposition ja eh noch ein bisschen unsicher sind. Und dann werden wir noch schauen, wie es mit dem Scouting-Aufträgen so aussieht. Munir erleidet Krankheit, Lebensmittelvergiftung, 2 bis 8 Tage. Der hat leider auch abgesagt, schade drum. Der ist auf der Leihliste, den würde ich aber eher kaufen als leihen. War der nicht sogar mal auf der Transferliste, ich glaube fast. Fällt mir eigentlich irrsinnig gut, aber jetzt sind wir echt gut besetzt. Ist schwierig. So, jetzt ist Hernandez endlich da. Wer ist da interessiert? Ja, Laie nicht möglich, das machen wir gleich, weil da gibt es eben Interessenten und auf das habe ich gerade keine Lust. Also der sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ist auf jeden Fall auch ein sehr offensiv starker, das heißt, auch das ist natürlich ganz gut. Der muss trotzdem, also wenn wir auf Support stellen, Flügelverteidiger auf Unterstützen. Für die Position braucht er jede Menge Fähigkeiten. Was halt wichtig ist, ist, dass er sich beim Tackling verbessert, finde ich. Alles gibt es da anscheinend nicht. Defensives Stellungsspiel. Flanken kann er jetzt schon sehr gut. Ich lasse es keine zusätzliche, weil sonst wird der im Training vielleicht ein bisschen zu viel gefordert. Lassen wir es jetzt mal so. Achso, jetzt wollte ich noch kurz schauen, wie sehr der wirklich als Innenverteidiger bei uns in Frage kommen würde. Aber hier sehen wir es eigentlich, Sprunghöhe 11 ist halt so die Geschichte und mit einem Tacklingwert von 10. Als Außenverteidiger kann ich gut damit leben, Innenverteidiger eher nicht. Notgedrungen, ja okay. Aber den werden wir jetzt nicht als Backup-Innenverteidiger einplanen. Das heißt, da werden wir weiter schauen. Aber da sollten wir eh noch Scouting-Berichte bekommen. Dani Vivian. Athletic Bilbao. Wow. Richtig starker Innenverteidiger. Kann man den leihen? Ist nicht gewillt, ihn zu verleihen, ja. 17 Millionen Aufstiegsklausel. Achso, das Leihangebot ist ja eh schon drin anscheinend, weil ich da jetzt gerade reingeklickt habe. So, Andy Reyes, Stürmer aus Costa Rica bei
Den Lask Juniors. Ich würde den mal streichen. Schlechter Abschlusswert. Ja, die brauchen wir uns gar nicht genauer anschauen, wenn da 56 steht. Felipe Pires, geliehen von Hoffenheim, können wir, glaube ich, im Moment auch streichen. Außenverteidiger von Brescia. Kann man streichen. Stürmer von Sampdoria, 75%. Der könnte interessant sein, vor allem, weil er erst 17 ist. So, wie sieht es denn sonst aus mit unseren Prioritäten? Also den haben wir jetzt ganz oben. Oh, da wird jetzt noch einiges gescoutet. Die Innenverteidiger wären jetzt mal nicht schlecht. Wer ist das? Alexander Jovicic. 24 Jahre alt. Der wäre günstig, den kann man versuchen mal zu scouten. Aber haben wir da nicht noch ein paar gehabt? Kufu, da haben wir noch einige offen. Hatten da doch noch irgendwen, natürlich Ninai. Paul Jakob, den könnte man sich auch noch genauer anschauen. Aber lassen wir sonst die Scouts einfach mal arbeiten jetzt in Ruhe. Die müssen die Liste da auf jeden Fall ordentlich abarbeiten. So. Also was brauchen wir jetzt noch? Wir sind links hinten besetzt, wir sind im Zentrum besetzt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Innenverteidigung und dann wären wir fertig mit der Kaderplanung. 23-jähriger Serbe ist nicht schlecht, den setzen wir mal auf die Auswahlliste. Kann sich nämlich auch noch sehr gut entwickeln. Alvaro Aguado können wir streichen. Brauchen wir nicht mehr. Alex Müller hat gut trainiert, generell hat keiner schlecht trainiert, das ist auch schon mal sehr, sehr gut. So. Munir ist angeschlagen, das heißt, da werden wir hier wechseln. Generell ist der Kader halt schon sehr, sehr klein. Also, wenn ihr vielleicht noch Ideen habt, auf welchen Positionen wir was machen sollten, dann nur her damit. Wenn jetzt grundsätzlich, mir fehlt da so und so noch jemand, oder? Mal kurz schauen. Ah, Noah Lang ist noch nicht da, okay. Der würde dann noch kommen. Das ist der, der eigentlich echt stark ist. Schade, dass der... Ah, sie sind schon runtergegangen von der Summe her. Aber es ist trotzdem viel zu viel. Leihen würde ich den. Fordern 100% des Gehaltsbeitrags. 195.000, das wäre eigentlich ein richtig guter Ersatz. Ich schau mal. Den können wir notgedrungen vielleicht immer wieder nach hinten verschieben, wenn wir uns unsicher sind. Naldo. Ja. Schöne lange Karriere. Ist natürlich nicht der Naldo, aber gefällt mir eigentlich auch. Aber es ist halt auch die Summe. Das ist dann leider uninteressant. Dann haben wir hier einen 18-jährigen Ex-Lazio. Weiß man nichts, laden wir mal ein. Ja. Wie lange haben wir eigentlich noch, bis die Transferphase schließt? Das sollten wir uns noch anschauen, ob das da jetzt einfach mit Ende August ist, weil ja zum Beispiel die Premier League früher schließt. Die schließt mit dem ersten Tag der Saison. Das wurde angenommen. Das wurde abgelehnt, also das streichen wir jetzt auch. Spalletti, genau, den nehmen wir jetzt auf. Munir nimmt wieder leichtes Training auf, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir den trotzdem da jetzt auf der Bank lassen. Schauen wir mal. Scout-Bericht über Partnerverein Zulte Waregem. Teambericht. Sollten da nicht die Spieler stehen, die auch für Laie in Frage kommen? Also wenn ihr da genau wisst, wie das funktioniert, eigentlich sollte das, glaube ich, irgendwie mit den Berichtern zusammenhängen. So, wen haben wir da noch? Lorenzo Rayot. Sehr stark. Hat kaum Schwachstellen, hat eigentlich keine Schwachstellen, 21 Jahre jung. Verdient wenig. Sollten wir auf jeden Fall auf die Auswahlliste setzen.
Dann haben wir hier den Torhüter von Maribor, werden wir jetzt aber mal streichen, wenn wir da wirklich gut besetzt sind. Auch den werden wir streichen. So. Sind wir eigentlich von der Zeit her schon am Ende. Ich werde nur kurz noch schauen wegen der Aufstellung. Also Munir lassen wir unten. Renato Santos kann jetzt, denke ich, auch spielen. Auch José Rodríguez, den müssen wir jetzt wieder an die Mannschaft ranbringen, nachdem er verletzt war. Das ist unser Spitzenverdiener. 780.000. Tatsächlich. Und das als Ersatz. Wie lange ist der schon bei uns? Gerade erst zu uns gewechselt. Sonst hätten wir den vielleicht noch abgeben können. Ja, hilft nichts. Passt schon so. Okay. Also mit der Mannschaft werden wir es dann angehen. Sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, letzter Test, den ich, denke ich mal überspringen werde in dem Let's Play. Wir steigen dann einfach gleich ein, wenn es spannend wird, beziehungsweise spätestens mit dem ersten Saisonspiel. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald.